Ja, vielen Dank für die sehr freundliche und nette Einführung. Vielen Dank für die Einladung hier nach Hamburg, wo ich immerher sehr gerne hinkomme, denn ich habe über 20 Jahre hier in Hamburg auch gearbeitet, hatte kürzlich auch meine sogenannte silberne Promotion hier, also 25 Jahre promoviert. Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren in diesem wirklich faszinierenden Gebiet und in diesem Jahr, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, meine Damen und Herren, hat die Informatik in Deutschland ja das Jahr der Wissenschaft erobert. Wir hatten letztes Jahr das Einstein-Jahr. Dieses Jahr ist das Jahr der Informatik. Insofern passt der Vortrag sehr gut. Und nicht nur Informatik-Jahr, sondern auch das Jubiläum 50 Jahre Künstliche Intelligenz. Dieser Begriff Künstliche Intelligenz wurde in den USA als Artificial Intelligence vor 50 Jahren als Begriff geprägt. In Deutschland hat die Forschung ungefähr vor 35 Jahren so richtig angefangen. Wenn man weiter in die Geschichte, und das wurde ja eben schon vorbildlich gemacht, hatten wir natürlich in Deutschland quasi Pioniere der künstlichen Intelligenz, allerdings noch theoretisch, wie zum Beispiel Leibniz, der natürlich einer sozusagen der Väter des Gedankens künstlicher Intelligenz war. Ich will Ihnen jetzt in den nächsten 40, 45, 50 Minuten etwas vorstellen, wie künstliche Intelligenz heute zu definieren ist, welche interessanten Möglichkeiten es gibt und wo auch die Grenzen dieser künstlichen Intelligenz heute noch sind. Ein ganz bekanntes Beispiel, was ja sehr durch die Presse ging in diesem Jahr, wir haben in Bremen die Veranstaltung RoboCup gehabt, also wo verschiedene Roboter Fußball spielen, das war dann passend zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und Sie haben vielleicht alle dieses Logo gesehen. Deutschland ist Weltmeister dank Informatik. Nun nicht im realen Fußball, ja leider, aber im Roboterfußball hat Deutschland wieder sehr viele Siege erzielt. Deutschland ist führend in diesem Spielen von Robotern gegeneinander, kleine Gruppen. Hier zum Beispiel eine Mannschaft, die aus Hunden besteht. Es gibt auch sogenannte anthropomorphe Roboter, die Fußball spielen, die also schon auf zwei Beinen spielen, noch etwas holprig. Und wir haben uns vorgenommen, so im Jahr 2030 dann auch wirklich mal gegen eine Nationalmannschaft mit solchen Robotern spielen zu können. Nun, aber was ist künstliche Intelligenz? Es wurde eben schon gesagt, künftige Informatik. Die künstliche Intelligenz hat ganz grob gesprochen die Aufgabe, innerhalb der Informationstechnologie, die sich ja damit beschäftigt, wie man Informationsverarbeitungsprozesse bei Menschen in der Gesellschaft, in Unternehmen auf digitalen Computern nachbilden kann. So hat die künstliche Intelligenz dort speziell die Aufgabe, solche Prozesse, die man normalerweise, wenn sie von Menschen durchgeführt werden, als intelligente Prozesse bezeichnet und sagen, die setzen nun wirklich Intelligenz voraus, dass wir die auf Computer, soweit es möglich ist, übertragen wollen. Und das ist einerseits dann ein ingenieurwissenschaftliches Ziel. Denn wir sagen, das Ganze soll, es wurde gerade angesprochen, praktisch funktionieren. Als Ingenieur möchte man ein System haben, was genau die Leistung bringt, die dann auch am Mensch bringt. Nehmen Sie das Beispiel Schach. Gerade letzte Woche hat wieder ein übrigens auch aus Deutschland stammendes Schachprogramm einen Weltmeister, Großmeister geschlagen mehrfach. Dann könnte man sagen, okay, ingenieurwissenschaftlich, das hat geklappt. Man hat das Ziel erreicht. Er wurde matt gesetzt, ein Großmeister. Aber hat er denn auch wirklich so gespielt, der Computer, wie es ein Mensch getan hätte? Und da muss man sagen, bei den heutigen Schachprogrammen ist die Antwort immer noch eindeutig nein. Diese Programme arbeiten eigentlich mit anderen Mitteln, als es der Mensch normalerweise als Schachspieler macht. Das heißt, ingenieurwissenschaftlich das Problem gelöst, aber noch nicht kognitionswissenschaftlich. Und das ist jetzt die nächste Facette der künstlichen Intelligenz. Das bedeutet nämlich einen weitergehenden Anspruch, nämlich, dass man versucht, wirklich die kognitiven Vorgänge, die sich im Gehirn des Menschen abspielen, möglichst naturgetreu im Sinne der Naturwissenschaften nachzuahmen. Und das ist natürlich ein erkenntniswissenschaftliches Interesse, denn wir wollen ja mit unserer künstlichen Intelligenz auch menschliches Verhalten ein Stück weit naturwissenschaftlich erklären. Diese beiden Ziele sind aber sehr stark ausgeprägt und deshalb kann man sagen, die künstliche Intelligenz liegt sozusagen zwischen den Ingenieurwissenschaften,
und den Kognitionswissenschaften. Sie hat sehr starke Bezüge, nicht nur zur Informatik als Computerwissenschaft, sondern durchaus auch zur Biowissenschaft, zur kognitiven Psychologie, ja zur Philosophie und zur Sprachwissenschaft. Das sind so die Säulen, die bei der künstlichen Intelligenz eine ganz große Rolle spielen. Und viele unserer Studenten kombinieren dann Informatik mit einem dieser Fachgebiete. Ich selbst habe übrigens auch Informatik und Sprachwissenschaft studiert. Das führt mich gleich zum ersten Gebiet, wenn man sagt, ja, was heißt denn jetzt hier intelligent bei einem Computer? Ja, ein Gebiet ist das Sprachverstehen. Wir würden sagen, Sprache wirklich zu verstehen, das heißt, wenn ein Computer in der Lage ist, sich eine Geschichte anzuhören und wir stellen ihm die Aufgabe, bitte produziere eine Nacherzählung, das heißt, fasse das mal kurz zusammen, was du da gehört hast, würde man sagen, das erfordert Intelligenz. Ist eine typische Aufgabe, die Schülern ja in der Schule ganz am Anfang, wenn sie gelernt haben zu schreiben, oftmals gestellt wird und ihr Verständnis testen soll. Oder ich gebe eine Geschichte vor und danach stelle ich Fragen und das System soll die korrekt beantworten, da wird man sagen, aha, das hat die Sprache verstanden. Wozu ist das nützlich? Das werde ich nachher zeigen. Denn unser Ziel in der künstlichen Intelligenz ist es ja, dem Menschen wirklich mit solcher Computertechnik in allen Alltagslagen zu helfen. Und zwar so, dass er im Gegensatz zu der heutigen Informationstechnik eben nicht sich auf den Computer sozusagen hinbewegen muss, sich anpassen, auf Mikrotastaturen irgendwas eintippen, mit der Maus interagieren, große Handbücher wälzen, wie das geht, sondern er soll ganz natürlich, das heißt, wie er es gewohnt ist, zu einem Menschen sprechen und dem Computer entsprechende Aufgaben, die er erledigt haben will, sozusagen sprachlich übermitteln. Also Sprachdialogsysteme, das wird uns nachher noch im Vortrag beschäftigen. Zweites großes Gebiet ist das Bildverstehen. Sie werden sagen, naja, da ist man heute schon weit, jeder Computer hat doch ein Bildverarbeitungsprogramm, aber das ist kein Bildverstehen. Genauso wie bei der Sprache ist unser Ziel in der künstlichen Intelligenz, dass der Computer wirklich die Inhalte, die dort in Bildern zu sehen sind, versteht. Ein beliebtes Beispiel für einen Intelligenztest für künstliche Intelligenz Bildverstehenssysteme ist es, einem solchen Computer einen Spielfilm, sogar einen Stummfilm vorzuspielen, Buster Keaton, kurzer Film, schwarz-weiß, Slapstick-Effekte. Und wir würden sagen, wenn der Computer an der richtigen Stelle bei Buster Keaton lacht, ja, dann hat er die Bilder verstanden. Ja? Es geht also nicht darum, ein Bild schärfer zu machen, rote Augen zu entfernen, das kennen wir heute schon von unserer Digitalkamera und der Bildverarbeitung dabei, sondern Bildverstehen heißt wirklich, Inhalte zu erfassen, genau wie beim Sprachverstehen. Damit beschäftigen wir uns. Expertensysteme, ein anderes großes und sehr erfolgreiches Gebiet in der künstlichen Intelligenz, wo es darum geht, Expertenwissen, was man normalerweise nur durch Studium, durch lange Erfahrung aufnehmen kann, in Computern abzubilden. Heute haben wir in vielen Bereichen, nehmen Sie die Medizin, die Geologie, solche Systeme im Einsatz. In Deutschland sind derzeit rund 2800 Systeme im tagtäglichen Einsatz, die Hilfestellungen dem Menschen geben und die in vielen Fällen besser sind in ihren Spezialgebieten als der menschliche Experte. So hat vor einigen Jahren zum Beispiel ein solches Expertensystem ein riesiges Molybdenvorkommen, das ist ein wertvolles Eisenerz, automatisch gefunden, obwohl viele Geologen gesagt haben, lohnt sich nicht, da schürfen wir nicht weiter, die Bohrungen ergeben nichts, wir gehen weiter. Das System hat das ausgewertet, hat gesagt, da liegt aber Molybden, man hat gebohrt und tatsächlich war es der Fall. Das heißt also, bei Erdölsuche, bei Eisenerzsuche werden solche Systeme eingesetzt. Wenn Sie heute Massenspektrogramme in der chemischen Industrie auswerten, das haben früher promovierte Chemiker gemacht, das wird heute von solchen KI-Systemen vollautomatisch gelöst. Robotik, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Hier in Deutschland sind wir sehr stark in den Service-Robotern, also Roboter, die Servicetätigkeiten durchführen. Ich habe selbst gerade vor einem Jahr ein neues Labor in Bremen, also hier in der Nähe, gegründet. Sie können das gerne mal besichtigen. Dort bauen wir Unterwasserroboter, die zum Beispiel autonom Pipelines reparieren sollen, Fehler dort feststellen. Space Robotik, also Robotik für den Weltraum,
gerade einen großen Auftrag von der NASA erhalten, wo es darum geht, einen Roboter in Marskrater hineinzuschicken und auch wieder hochklettern zu lassen. Das heißt, ein Roboter, wie so ein Bergsteiger, sich wirklich an dieser Marsgegend dann auch noch einigermaßen gut bewegen kann. Also an solchen Robotern wird sehr stark gearbeitet. Multi-Agentensysteme, tutorielle Systeme, allgemein intelligente Assistenzsysteme und natürlich immer wieder die Frage, wie kann ich intelligent ein solches System auch dem Benutzer plausibel machen? Das Besondere bei künstlichen Intelligenzsystemen im Vergleich zu normalen Computerprogrammen ist, dass diese Systeme auch in der Lage sind, eine gewisse Selbstreflexion in der Form durchzuführen, dass sie das System fragen, ja, warum hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Eine sogenannte Erklärungskomponente. Das heißt, der Computer legt quasi Rechenschaft ab, warum er gewisse Dinge in der und der Weise getan hat. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie einem Roboter einen Auftrag geben, dann entscheidet er über viele Teilziele autonom. Und wenn Sie sagen, ja, warum bist du jetzt die Tür reingerannt, dann kann er sagen, ja gut, ich habe gedacht, das wäre der kürzere Weg und so weiter, kann also plausibel mit Ihnen auch argumentieren. Es wurde schon angesprochen, es gab lange in der künstlichen Intelligenz einen Streit, soll man das Ganze rein symbolisch machen oder ist auch die subsymbolische Ebene, die ja beim Menschen unbewusst, das was man oft so als unterbewusste Prozesse bezeichnet, ist das der Fokus künstlicher Intelligenz? Sitzt dort die Intelligenz? Und man kann heute sagen, auch in der Psychologie bekannt, es gibt eben wirklich diese beiden Stufen. Es gibt die symbolische Intelligenz und es gibt natürlich eine subsymbolische Intelligenz in der Psychologie, auch oft als Skill bezeichnet, die man durch Training erwirbt. Und wir sind eigentlich zu der Auffassung gelangt, dass man beide Ebenen in hybriden Systemen koppeln muss. Symbolisch heißt, dort haben wir Semantik, also inhaltliche Netze, Begriffsnetze. Wir haben eine Vielzahl von Regelwerken, die das System und der Mensch auswertet. Und auf der subsymbolischen Ebene versuchen wir, die neuronale Netzverschaltung im Gehirn, genetische Algorithmen oder, wie angesprochen, schon Fuzzy-Control, also das Umgehen auch mit unscharfer Information, zu simulieren. Und ich will Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel, was sich so etwas durch den Vortrag zieht und was Ihnen aus dem Alltag bekannt ist, deshalb habe ich das gewählt, nehmen, nämlich das Autofahren. Wenn ich einfach danach gehe, ein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu halten, dann ist das ein unbewusster, sensomotorischer Prozess. Sie haben auch keine Erklärungsmöglichkeit. Wenn ich einen Fahrer frage, warum hast du eben gerade so ein bisschen am Lenkrad da gedreht, dann wird er Ihnen das gar nicht beantworten können. Vielleicht nur pauschal, naja gut, das Auto soll ja hier auf der Straße, ich will nicht in den Graben fahren. Es ist eine sehr schnelle und robuste Verarbeitung, die eben zum Beispiel durch solche Markov-Modelle, neuronale Netze abgebildet werden kann. Das ist typisch das, was man in der Fahrschule im praktischen Teil lernt durch Übung. Darüber gibt es dann die symbolische Ebene, das Fahrzeug, das ist der Theorieunterricht. Ich muss die Verkehrsregeln zum Beispiel lernen. Das sind wissensintensive, höhere kognitive Prozesse. Sie sind weniger zeitkritisch, aber sie sind erklärungsfähig. Wenn ich zum Beispiel überhole und den Blinker setze und dann frage, ja, warum hast du jetzt den Blinker gesetzt, dann wird jeder sagen, ja gut, das ist eine Verkehrsregel und ich will meinen Fahrer, der hinter mir folgt, informieren, dass ich es gleich ausschere. Also eine rationale Begründung auf symbolischer Ebene. Wir haben festgestellt, dass wirkliche künstliche Intelligenzsysteme nur dann funktionieren, wenn wir beides zusammenbringen. Übrigens ist Deutschland hier auch in der Champions League. Wir waren die Ersten in Deutschland, die einen kleinen Transporter mit über 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn gefahren haben, ohne dass dort ein Mensch drin war. Also fahrerloses Fahren ist eine Spezialität, die wir hier in Deutschland entwickelt haben. Nun wissen wir alle, der Markt ist sehr begrenzt. Die Deutschen wollen ja Freude am Fahren haben. Man will selbst fahren und nicht automatisch fahren. Insofern ist das Ganze nur beschränkt relevant, wie wir nachher sehen werden. Aber es kann ganz nützliche Dienste leisten. Ich komme darauf zurück. Nun, aber die immer wieder gestellte Frage, wie ist es denn, wenn wir Mensch und Computer vergleichen? Als ich anfing zu studieren, da war ich der erste Student, der überhaupt Informatik machte hier in Hamburg, in der Kombination mit Sprachwissenschaft. Und dann wurde mir damals ein Lehrbuch vorgelegt, da stand noch drin, also das menschliche Gehirn ist noch weit überlegen
den besten Computern. Und tatsächlich, es wurde eben das Moore'sche Law angesprochen, war es damals so, die Schaltereignisse im Gehirn waren immer noch mehr als die besten Supercomputer damals Anfang der 70er Jahre. Heute ist das anders. Wir wissen, das Gehirn hat ungefähr 10 hoch 11 Neuronen. Wir können 10 hoch 10 Bit pro Sekunde im Gehirn verarbeiten. Wir sind aber heute mit den besten Rechner und im Moment aktuell der schnellste Superrechner steht in den USA. Der sogenannte Blue Gene L wird dort für Geheimdienste und militärische Zwecke benutzt. Der hat 65.000 Prozessoren und bringt jetzt eine Leistung von 183.000 Gigaflop, wobei ein Gigaflop 10 hoch 9 Instruktionen pro Sekunde sind. Also da ist das Gehirn abgehängt, da kommt das Gehirn nicht mehr mit. Nun, das ist ja die reine schiere Rechenleistung. Nun, wenn Sie, sagt mal als Mensch, naja, was kommt denn jetzt inhaltlich rüber? Wir haben über Bildverstehen gesprochen, wir haben über Sprachverstehen gesprochen. Die Semantik, der eigentliche Inhalt, das ist ja das, was den Menschen treibt und interessiert und weniger, wie viele Bits nun auf ihn einströmen. Und da ist es so, dass wir wissen, dass das beim Gehirn gar nicht viel ist. 40 Bit pro Sekunde, dann schaltet der Mensch praktisch ab. Mehr kann er inhaltlich gar nicht verarbeiten. Man spricht ja dann von Informationsüberflutung. Und das wissen wir natürlich beim Computer gar nicht. Beim Computer ist ja die Semantik in den Programmen versteckt und es kommt je nach Programm auf. Was wir aber wissen ist, und das ist vielleicht ganz interessant, es ist eine Überlegung, die ich selbst mal angestellt habe, vor einem halben Jahr hatte ich mir mal die Frage gestellt, wir wissen alle, Computer fressen ja heute noch sehr viel Strom, meistens zur Kühlung. Sie haben eine große Verlustleistung für die Techniker unter Ihnen und das bedeutet, ich muss sehr stark kühlen. Und in der Tat, dieser Superrechner braucht für 2 Millionen Dollar Strom im Jahr, um diese Rechenleistung zu bringen. Ein menschliches Gehirn, wenn es ständig nur bei McDonald's isst, das kann man mit 10.000 Dollar vielleicht gerade noch am Leben halten, rein an Nahrungsmittel, einseitige Ernährung, Billigernährung. Das geht. Das heißt also, die Rechenleistung sozusagen pro Dollar an lebenserhaltenden Maßnahmen ist erheblich höher. Das heißt, das menschliche Gehirn ist schon noch biologisch extrem optimiert. Wir können zwar heute die schiere Rechenleistung in den Schatten stellen, aber wie gesagt, es ist ein sehr effizientes System, was den Energieverbrauch betrifft. Nun, wenn wir uns die Bandbreite menschlicher Perzeption angucken, ich glaube, das weiß jeder hier im Raum, der Mensch ist ja ein Augentier, er kann sehr stark, er nimmt 10 Millionen Bits pro Sekunde auf, wenn wir sehen. Allerdings kommt dann bewusst, ich sagte ja schon, wahrgenommen können höchstens 40 Bit pro Sekunde. Das heißt, es strömen hier riesige Informationsmengen auf uns ein, aber was dann wirklich in der internen Wahrnehmung symbolisch dann ankommt, sind dann eine extreme Reduktion der Informationen. Man spricht ja von dem Informationskegel, das fängt schon bei der Retina an. Die Information wird neuronal sehr stark verdichtet und wie gesagt, an Semantik bleibt dann nicht sehr viel übrig. Beim Hören ist der Bitstrom etwas geringer und die Semantik kriegen wir ungefähr 30 Bit pro Sekunde. Also ich darf auch nicht zu schnell sprechen, dann verstehen Sie auch nicht mehr inhaltlich. Das Tasten ist ja bei Menschen sehr wenig ausgeprägt, wissen wir, 1 Million Bits kommt an, aber nur 5 Bits überhaupt Informationen können unterschieden werden. Schmecken ist noch schlimmer, der Mensch, auch wenn er Gourmet ist, ist an sich fürchterlich schlecht. 1 Bit pro Sekunde nur kann er unterscheiden. Und beim Riechen ebenfalls, wir wissen alle, dass Tiere wie Hunde und auch andere, die meisten Tiere eben erheblich besser sind in diesen Bereichen der Sensorik. Das heißt also, wenn wir künstliche Intelligenz entwickeln wollen, die besser ist als der Mensch, und das haben wir heute schon, wir haben in unseren Labors der künstlichen Intelligenz künstliche Nasen entwickelt. Die werden übrigens in ganz aktuellem Zusammenhang für Terrorismusbekämpfung eingesetzt, also beispielsweise um Sprengstoff zu erschnüffeln. Diese elektronischen Nasen sind natürlich erheblich besser als die menschlichen, noch nicht ganz so gut wie die von trainierten Spürhunden. Auch beim Schmecken gibt es Ansätze, elektronisch dieses besser als beim Menschen nachzuahmen. Und um es kurz zu sagen, das ist ja die Frage, die Sie wahrscheinlich alle stellen werden, wie ist es denn jetzt beim Sehen und Hören? Können wir dort schon, wenn es um die Informationsverarbeitung geht, den Menschen schlagen oder annähernd erreichen? Da muss man ganz klar sagen, nein. Es gibt heute weltweit kein System, was so gut Bilder interpretieren kann.
und zwar Bilder interpretieren im Sinne der menschlichen Wahrnehmung und der Verarbeitung, wie der Mensch und selbst beim Hören, nicht nur von Musik, sondern gerade von Sprachsignalen, haben wir das noch nicht erreicht. Und es ist auch ein Fragezeichen, ich komme später nochmal drauf zurück, ob wir das jemals in der Weise durchführen können wie der Mensch. Aber wir sind relativ nah dran und wir haben ganz gute Systeme entwickelt, wie ich gleich zeigen werde. Nun, wenn ich solche Informatiksysteme entstelle, dann möchte ich sozusagen Intelligenz in klassische Computerprogramme injizieren. Dadurch, dass diese Systeme auch Wissen haben und dass sie Schlussfolgerungen durchführen können. Und ich will Ihnen das an vier Beispielen zeigen. Einmal die Mustererkennung, das Sprachverstehen, die Planung und die Benutzermodellierung, also das Erkennen meines Gegenübers, zum Beispiel sein Alter, sein Geschlecht, seine kognitive Belastung erkennen und die sogenannte automatische Deduktion, also das Schlussfolgern, wie das in der Mathematik üblich ist. Und dadurch wollen wir die Systeme flexibler, einfacher nutzbar und situations- und benutzeradaptiv gestalten. Und ich zeige Ihnen das am Beispiel intelligentes Auto. Ich werde also mal zeigen, was wir heute im Auto alles schon an künstlicher Intelligenz machen können, um Ihnen das praktisch zu motivieren. Sie alle kennen, und es wurde ja eben angesprochen, natürlich ist man bei künstlicher Intelligenz immer wieder gereizt, das, was man in Science-Fiction-Filmen sieht. Aber ich will Ihnen jetzt zeigen, wie man von Hollywood in den Alltag geht. Das ist natürlich hier ein Science-Fiction-Film, wo ich zum Auto sprechen kann. Das Auto hat sehr viele interessante Automatik, fährt zum Teil autonom, macht extreme Dinge. Und das wollen wir also hinkriegen. Und in der Tat, wenn Sie heute ein modernes Fahrzeug sehen, dann sind in solchen Systemen schon mehr als 70 Computer eingebettet. Das ist übrigens eine Spezialität in Deutschland. Wir sind weltweit führend bei den eingebetteten Computern. Also Computer, nicht wie hier bei meinem Laptop, die kommen ja inzwischen alle aus Asien oder USA, aber obwohl eigentlich in Deutschland ja erfunden, Sie wissen, der erste digitale Computer, der programmierbar war, kam ja aus Deutschland von Konrad Zuse, aber inzwischen, wie gesagt, diese Hardwareherstellung von normalen Alltagscomputern ausgewandert. Aber die Computer, die versteckt in den Objekten arbeiten, zum Beispiel im Auto, ich werde nachher den Supermarkt noch ansprechen und andere Dinge, da ist Deutschland weltweit führend und das zeigt sich auch in unserer Automobilindustrie. Also, die Software steuert immer mehr Funktionen im Auto und das Auto ist eigentlich heute schon ein fahrender Computer. Viele wissen gar nicht, dass sie das Auto eigentlich, viele Autos gar nicht mehr auf der Straße halten könnten, wenn die Computer versagen. Beispiele von künstlicher Intelligenz im Auto, an der wir jetzt gerade arbeiten, ist, das Auto erkennt durch Bildverstehen Verkehrszeichen und spiegelt die ihn auf der Front-Windschutzscheibe ein. Das heißt, ein Verkehrsschild wie 80, da sind Sie schon lange dran vorbei. Sie sehen es aber immer noch auf der Windschutzscheibe, werden erinnert. Sie können auch einstellen, bitte verkehrsregelgerecht fahren, dann werden Sie automatisch abgebremst. Und da steckt Bildverstehen dahinter, denn das System sucht ja nach Verkehrszeichen, guckt sich die an und sagt, aha, was steht da drauf? Oder Mustererkennung. Wir wollen ja mit künstlicher Intelligenz das menschliche Sehen zum Teil auch komplementär ergänzen. Wir haben zum Beispiel zusammen mit einem großen Hersteller entwickelt, dass wir Infrarot ausstrahlen, Infrarotkameras haben, dann Mustererkennung machen und beispielsweise Fußgänger im Nebel erkennen, also sehr gut für die Sicherheit, und dann warnen und sagen, Achtung, Fußgänger auf der Fahrbahn in ungefähr 80 Meter Entfernung, die ein Mensch gar nicht mehr wahrnehmen kann, aber die Technik, die künstliche Intelligenz macht das. Ich selbst habe sehr früh auch die Sprachsteuerung mitentwickelt, zunächst mal noch ganz primitiv. Sender wählen. Bitte sprechen Sie den Sendernamen. Salü. Nächster Sender. Also, das ist noch sehr einfach. Man spricht heute von Kommandodialogen in vielen Fahrzeugen. Vielleicht haben einige das schon bei Ihnen etabliert. Da kann ich eben Kommandos geben. Ich will umschalten, ich will die Klimaanlage anders einstellen, Fenster hoch und runter. Alles, was nicht sicherheitskritisch ist, kann ich sprachsteuern.
Interessanter ist dann schon ein Dialog, wenn ich mein Navigationssystem programmieren will. Und diese Systeme, die wir auch mitentwickelt haben, die werden jetzt im nächsten Frühjahr auf den Markt kommen von zwei großen deutschen Automobilherstellern, wo ich also nicht mehr umständlich eintippen muss und so während der Fahrt abgelenkt werde, sondern ich spreche zu meinem Auto und sage, wohin ich will. Das System kennt die Straßennamen. Ja, bitte. Adresse eingeben. Name des Orts. Siegburg. Postleitzahl bekannt? Nein. Kennen Sie eine Stadt in der Nähe des Ziels? Nein. Kennen Sie das Bundesland? Ja. Name des Bundeslands, bitte. Nordrhein-Westfalen. Stellen Sie Fragen, warum so viele Fragen? Naja, bei Siegburg ist ein schönes Beispiel. Es gibt in Deutschland 7 Siegburgs. Wenn das System gleich sagen würde, ja, kenne ich, fahre ich dich mal hin, ich navigiere dich, dann landen Sie natürlich vielleicht im falschen Siegburg. Wir hatten kürzlich den Bundespräsidenten Köhler zu Gast, der sagte dann zu unserem Fahrzeug, ja, ich will nach Berlin. Dann kam die Rückfrage, welches Berlin? Da guckt er etwas dumm. Es gibt tatsächlich noch einen Ort in Niedersachsen, der auch den Namen Berlin trägt. Das war natürlich von dem System noch ein bisschen dumm, denn ein guter Fahrer, der wüsste, jetzt ist der Bundespräsident da, der will natürlich nicht in den Ort in Niedersachsen, sondern sein Amtssitz ist in Berlin. Das heißt, hier fehlt dann noch ein bisschen der Kontext, aber es ist ja besser, wir haben ein System, was lieber mal nachfragt, damit keine Verwechslung vorkommt und das Ganze vernünftig geht. Wir sind heute soweit, sogenannte ambiente Navigationsassistenz zu bieten, mithilfe GPS, passt hier sehr schön zur Satelliten-Navigation hier im Planetarium, können wir also nicht nur das Auto navigieren, sondern Fußgängernavigation. Ja, wir haben sogar heute Gebäudenavigation, sodass wir eigentlich den gesamten Weg durchführen können und mit künstlicher Intelligenz dann noch zusätzliche Tipps. Ich will auf dem schnellsten Weg nach Heidelberg fahren. Sie sprechen also. Die Präsentation in Smartcom ist unabhängig von dem jeweiligen Ausgabegerät. Entdeckt das System ein neues Gerät, schaltet es automatisch um. Gerd Herzog kann die geplante Route sofort im Auto verwenden. In Heidelberg angekommen, kann sich Gerd Herzog von Smartcom weiterhelfen lassen, denn Smartcom ist auch für den Einsatz im Auto konzipiert. In diesem Testwagen von Daimler Chrysler wurde die Smartcom-Anbindungssoftware installiert. Gerd Herzog wird also auch in seinem Auto die vielen Features von Smartcom nutzen und sich auf dessen Funktionalität verlassen. Dazu verwendet er die im Fahrzeug vorhandene Hardware. Zunächst lässt er sich die Karte von Heidelberg zeigen. Hier sehen Sie den Stadtplan. Dann will er Informationen zu Sehenswürdigkeiten. Gib mir Informationen zum Schloss. Sie sehen da oben Mikrofone eingebaut, Sie sprechen also zu Ihrem Auto und jetzt greift das Auto aufs Internet zu und... Ich möchte zur alten Brücke gehen. Plant jetzt sogar einen Fußgängerweg, denn Sie können ja nicht mehr mit dem Auto weiterfahren. Spielt das auf Ihr Handy ein und Sie werden dann von Ihrem Handy weitergeführt. Ganz beliebt heute ist der Music-Download. Auch da ist ja Verstehen durch künstliche Intelligenz wichtig. Sie wollen einen Dialog führen und wollen sich einen aktuellen Musiktitel jetzt vom Internet runterladen. Ich zeige Ihnen das gerade mal ein Beispiel. Spiele irgendwie, irgendwo, irgendwann. Möchtest du das Album oder den Song? Das Lied bitte. Sie unterhalten sich relativ von natürlich. Welchem dieser zwei Interpreten, Nena oder Eisfeld? Von Nena bitte. Jetzt wird das praktisch per Funk. Ich spiele das Lied irgendwie, irgendwo, irgendwann von Nena. Sie sehen sogar noch die Interpretin Nena hier mit eingeblendet im Fahrzeug. Das können Sie dann auch während der Fahrt, können Sie Ihre Playlisten auf Ihrem iPod mit Sprache bearbeiten, wenn Sie fahren. Zeige die Playlisten. Und das System versteht Sie. Wir gehen noch einen Schritt weiter, dass diese künstliche Intelligenz nicht nur einen einzelnen Fahrer versteht, sondern sich jetzt autonom zwischen Fahrzeugen, um eine höhere Sicherheit zu gewinnen, unterhält. Das heißt, die Fahrzeuge untereinander kommunizieren in einer innerlichen Sprache. Sie haben eingebaute künstliche Intelligenz. Sie haben zum Beispiel eine Sensorauswertung, stellen fest, Eisbildung oder Fahrbahnarbeiten haben Sie erkannt oder ein Fahrzeug kommt von rechts oder ein Gegenverkehr baut sich auf. Und was dann passiert, ist, dass die beiden Fahrzeuge untereinander kommunizieren. Ich habe hier ein Beispiel, was wir kürzlich realisiert haben, mal mitgebracht. Da fährt ein Fahrzeug, stellt mit seinem Sensor Aquaplaning fest, also Wasser auf der Fahrbahn. Das Fahrzeug, ohne dass der Fahrzeugführer irgendwas macht,
weiß ja, an welcher Stelle das ist, es hat die GPS-Daten, sendet dann diese Information über eine drahtlose Internetverbindung zu dem nachfolgenden Motorradfahrer, der sind einige hundert Meter dahinter, und im Helm dieses Motorradfahrers ertönt dann, Achtung, Aquaplaning in 100 Metern. Das heißt, hier haben wir automatische Spracherzeugung. Wir haben inhaltlichen Austausch von Informationen zwischen Fahrzeugagenten, die losgelöst arbeiten, die sozusagen diese Information, die Warnung sozusagen ausbreiten zwischen den Fahrzeugen. Und das ist natürlich toll, weil der Staat keine Infrastruktur zu bereitzustellen. Ein Fahrer hilft sozusagen dem anderen. Und zwar das automatisch, das macht sein Fahrzeug alleine. Und wir können das heute realisieren. Ich habe hier mal ein Beispiel, wo wir mit zwei Fahrzeugen, das haben wir in Bayern getestet, wo ja oft Gewitter, Föhnlagen, Gewitterlagen sind. Und die beiden Autos nehmen jetzt vollautomatisch durch künstliche Intelligenz Verbindung untereinander auf und tauschen, wie wir gleich sehen werden, Informationen untereinander aus, sobald eine Gefahr lauert. Das wird auch in den nächsten zwei Jahren unter dem Stichwort Connected Drive jetzt praktisch eingeführt. Das heißt, Sie können solche Autos dann auch kaufen und Ihr Auto kommunizieren lassen. Das ist sozusagen eine soziale Komponente, denn Sie geben ja anderen diese Warnhinweise weiter. Hier haben wir so ein Aquaplaning jetzt. Gut, die moderne Elektronik, da haben wir unsere 70 Computer im Auto. Die überwinden dieses Problem. Früher wären die meisten ganz stark ins Schleudern gekommen. Jetzt analysiert der Computer und sagt, Moment, ich habe das gemeistert, aber diese Information, Aquaplaning, die gebe ich anderen Fahrer weiter. Sie sehen hier, er sagt, bitte sende die Information weg. Und diese Autos haben so eine kleine Internetantenne, Wireless LAN-Antenne, wie Sie das an Ihrem Notebook vielleicht schon kennen. Und senden jetzt die Information verschlüsselt an das andere Fahrzeug, und das andere Fahrzeug, wir sehen es gleich in dieser Szene, die Information geht dorthin, der ist noch nicht im Gewitter und dieser Fahrer kriegt das jetzt eingespielt. Caution, Aquaplaning ahead. Ist noch auf Englisch in diesem Fall, also warnt vor Aquaplaning. Wir können hier nicht nur für Aquaplaning warten. Ich habe der Bundeskanzlerin kürzlich vorgeführt, dass wir auch zum Beispiel fragen können, wo wird geblitzt? Für viele Autofahrer interessant. Oder noch interessanter, mit künstlicher Intelligenz, wo gibt es hier am billigsten Diesel? Das heißt, ein automatischer Vergleich der Preise, wobei das System jetzt intelligent hingeht, im Internet nachsucht, alle Preislisten, guckt sich an, welche Tankstellen sind in der Nähe, findet die günstigste Tankstelle raus und fährt sie da sogar, wenn Sie wollen, hin. Nun, ich sagte eben schon, die Computer sollen sich ja auf den Menschen einstellen. Das heißt, sie sollen auch erkennen, wann ist der Fahrer, jetzt um in unserem Beispiel zu bleiben, so im Stress, dass ich ihm jetzt bitte keine weitere Information liefern soll. Das ist diese Benutzermodellierung. Also der Computer passt sich an das menschliche Verhalten an. Und zum Beispiel in dieser Situation, da haben wir ein Versuchsfahrzeug, das ist mit Biosensoren ausgestattet, das merkt an dem Hautleitwiderstand am Lenkrad, dass sie jetzt etwas unter Stress sind. Es guckt sich auch die Fahrsituation an. Es stellt fest, die wollen gerade auf einer Autobahn in fließenden Verkehr einfädeln. Und dann sagt es, das ist eine hohe kognitive Belastung. Sie bremsen auch ständig, ja, und haben durch das Biofeedback, weiß das System, um Gottes Willen, jetzt soll zum Beispiel kein Anruf von der Schwiegermutter gerade auf dem Handy ins Auto eingestellt werden. Jetzt muss der Fahrer Ruhe haben. Er will mal in Ruhe diese Aufgabe bewältigen. Und das System stellt dann aber fest, aha, jetzt hat er sich eingefädelt, fährt gerade etwas langsam hinter zwei LKWs hinterher. Jetzt kann ich also den Anruf oder die Information, da hinten kommt bald Aquaplaning, einspielen. Das heißt also, der Computer ist so intelligent, dass er merkt, was ist eigentlich der Zustand des menschlichen Gegenübers. Man nennt das kontextsensitive Assistenz. Wenn wir gerade beim Internet sind, dann kann man sagen, wir haben nach dem Web, was Sie alle kennen, das mobile Internet, das Internet in der Hosentasche haben viele von Ihnen. Wir sind aber jetzt gerade am Übergang zum sogenannten eingebetteten Internet. Das heißt, das Internet der Dinge, M2M ist da das Schlagwort, also Maschine zu Maschine. Die Maschinen beginnen untereinander zu kommunizieren. Wir haben gerade am Beispiel Auto das gesehen. Ich will das aber gleich noch bei anderen Beispielen zeigen. Und das ist das sogenannte semantische Web. Das heißt, wir haben ein Web,
was nicht mehr der Computer nur irgendwelche Zeichen austauscht, sondern er kann jetzt wirklich die Inhalte des Internets auch inhaltlich analysieren. Sie kennen heute alle Google, wenn ich sage, war der Zeichner der Ebsdorfer Weltkarte, dann kriege ich irgendwelche Dokumente mit Referenzen, das ist ja nur eine Stichwortsuche. Die nächste Generation von Suchmaschinen mit künstlicher Intelligenz, wir haben gerade eine solche entwickelt, Smart Web, da gebe ich eine Frage ein und durch Internetwissen beantwortet dieses künstliche Intelligenzsuchsystem die Frage mit einer konkreten Antwort. Nicht mit Dokumenten, die ich mir durchlesen muss, sondern gibt die Antwort. Wenn ich frage, wie hoch ist der Mount Fuji, dann kriege ich die Antwort 3776 Meter. Wer zeichnet die Ebsdorfer Weltkarte? Ja, vermutlich Gervasius von Tilbury. Oder wer war 1990 Weltmeister? Und ohne dass das System irgendwie auf eine Datenbank zugreift, sondern die Intelligenz besteht darin, es sucht, es guckt sich die Dokumente an, auch die Bilder, und analysiert die und stellt sie dar. In diesem Fall kommt ja zum Glück Deutschland raus. Was ist solche Umgebungsintelligenz? Das heißt, dass wir drahtlos vernetzte IT-Systeme immer mehr in Alltagsobjekte, nicht nur Autos, wir werden gleich sehen, Kühlschränke und so weiter, einbetten, diese personalisieren und diese werden proaktiv genutzt. Wir können sagen, dass wir in der Informatik eine rasante Entwicklung gemacht haben vom Zentralrechner zu dem Computer, den jeder hat, dem Personal Computer, PC. Heute bin ich ja von Computern umringt. Vorhin, als ich in der Sicherheitskontrolle war, waren in meiner Tasche insgesamt 6 verschiedene Computer drin. Smartphone, PDA, Smartcards, also Chipkarten und so weiter. Und es geht jetzt einen Schritt weiter und das ist die Umgebungsintelligenz, dass wir Computer einbetten in Alltagsgegenstände. In vielen Reifen, wissen auch die wenigsten Menschen, sind schon Computer drin, die haben Sensoren, die messen zum Beispiel den Reifendruck und funken diesen Reifendruck sozusagen drahtlos zu dem Auto und das Auto wertet das dann aus. Oder in der Mülltonne haben wir Chips drin, wir haben in unserer Kleidung, es gibt intelligente Kleidung, die diese Chips trägt und es geht so weit, dass wir sogar in Früchte, in Japan schon in Obst zum Beispiel, solche Chips einspritzen und diese Chips haben dann ein digitales Produktgedächtnis. Das heißt, die Banane weiß, wie lange sie im bei 10 Grad gelagert war. Sie weiß, wo sie überall sich schon befunden hat, wie lange sie im LKW lag und so weiter, wo sie herkommt. Sie hat also ein eigenes Gedächtnis in diesem Chip implantiert. Und das nennen wir oft auch allgegenwärtige Internetdienste. Wir sind ja umringt von verschiedensten Funktechnologien, dem Nahbereichsfunk bis 5, 6 Zentimeter, dann dem Indoorfunk, dann Wide-Area-Funk, WiMAX heute oder solche Broadcasting-Technologien. Und das Interessante ist eigentlich, dass wir in der Lage sind, jedes kleine Objekt, hier an meinem Anzug könnte ich heute nicht nur dem ganzen Anzug so einen Chip verpassen, das gibt es schon in der Kleidungsherstellung, sondern ich kann jeden einzelnen Knopf, ja, ich könnte sogar jeden einzelnen Faden hier, wie wir gleich sehen werden, mit einem Chip versehen. Das heißt, wir kriegen wirklich dieses Internet der Dinge und das liegt daran, dass diese Chips auch als Transponder realisiert werden. Das heißt, es wird nicht nur die Daten werden berührungslos übertragen, sondern auch die Energie. Das heißt, die haben keine kleine, vereinfacht gesagt, keine Batterie mehr dabei. Sie kennen das beim Handy Akku all. Das kann hier nicht passieren, sondern die Energie wird von außen in diese Systeme eingeführt. Und es ist schon ganz faszinierend, wenn man überlegt, dass wir heute solche Etiketten ausgeben können mit 128-Bit-Adressen. Aus der Schulmathematik wissen Sie vielleicht, 2 hoch 128, das geht in die 6 Trillionen. Das heißt, wir können eigentlich jedes Molekül auf der Erde mit einer eigenen Internetadresse versehen. Wir könnten also, was natürlich gigantisch ist und irgendwo nicht sinnvoll, aber das ist möglich. Das heißt also wirklich, in kleinste Objekte können wir das hinein. Wir haben angefangen, Container mit Computern anzusprechen, Paletten. Wir sind heute an der einzelnen Tablette angelangt. Wir können heute praktisch verfolgen, hat jemand seine morgendliche Tablette, den Beta-Blocker oder die Antibabypille oder was auch immer, geschluckt oder nicht. Das kann die Tablette uns erzählen. Ist sie noch in der Verpackung oder wurde sie entnommen? Das liegt daran, dass wir heute solche Chips in ungemein kleiner Größe mit 0,15
Quadratmillimeter Fläche produzieren können. Ich habe das gerade mal auf so einen Fingernagel hier ein paar Chips von Hitachi aufgemalt. Man spricht sogar von elektronischem Staub schon. Und diese biokompatiblen RFID-Tags können wir jetzt für künstliche Intelligenz benutzen. Biokompatibel, die sind also gekapselt in Glas, sodass sie die auch runterschlucken können. Denn wenn sie jetzt ja in Japan Bananen verspeisen sie gleichzeitig die Bananenchips ja mit. Sie merken das gar nicht, sind so klein. Wie gesagt, werden dann wieder ausgeschieden. Sie können die Biotoilette auch noch implementieren, sodass sie feststellen können, was da gegessen wurde später. Wir haben Sicherheitsfunktionen, die wir damit realisieren können. Zum Beispiel gibt es schon Waffen in England eingeführt bei der Polizei, sodass das, was im Krimi man oft beobachtet, der Polizist kriegt die Waffe von dem Kriminellen sozusagen aus der Hand geschlagen und der schießt dann mit der eigenen Waffe auf den Polizisten oder auf den James Bond. Das kann hier nicht mehr passieren, denn diese Waffen sind personalisiert. Da ist auch so ein RFID-Chip dran und nur mit einem implantierten Chip an der Hand, also nur in der Hand, wo der Chip drin ist, die kann dann auch damit die Waffe auslösen. Anderer hat die in der Hand, dann schießt sie halt nicht. Sie können das für viele Dinge benutzen. Um ein Alltagsbeispiel zu bringen, wir haben heute solche Chips. Die Firma Benetton hat das sehr früh eingeführt. Sie werfen das in die Waschmaschine. Die Waschmaschine weiß jetzt, was dort alles drin liegt, liest ja über die einzelnen Produkte durch, ja, bei wie viel Grad kann das gewaschen werden und sagt, nee, Achtung, du hast hier in der Wäsche was drin, das musst du lieber rausnehmen, sonst ist der Pullover nachher geschrumpft. Das heißt also schon intelligente Alltagsgegenstände. Wir sind dann weitergegangen und haben instrumentierte Einkaufswagen entwickelt. Sie haben vielleicht von dem Metro Future Store übrigens auch eine Weltneuheit aus Deutschland gehört. Und dort können Sie die Objekte, die Sie kaufen, einfach in den Warenkorb legen. Das System stellt fest, was Sie reingelegt haben. Sie brauchen keine Kasse mehr, denn das System addiert automatisch auf. Und wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Im letzten Jahr haben wir vorgestellt die ersten sogenannten sprechenden Objekte. Wenn Sie also etwas aus dem Regal nehmen, dann fängt das Objekt an zu sprechen und sagt, hallo, ich bin die neue Digitalkamera von Canon. Wir haben das also in verschiedenen Elektronik-Shops mal getestet. Es kam übrigens bei Männern besser als bei Frauen. Die Männer fanden das sehr gut. Frauen, ja, gab es Zweiflerinnen, obwohl 60% der Frauen fanden es immer noch ganz angenehm. Und man konnte dann sozusagen mit diesen Objekten auch sprechen. Sie können an das Objekt eine Frage stellen. Das ist natürlich nur virtuell, denn diese Objekte sind instrumentiert. Die merken, wenn sie aus dem Regal genommen werden und wenn sie in den Warenkorb und sie fangen an zu sprechen, ja, da ist natürlich wieder künstliche Intelligenz dahinter. Und sie haben auch so ein Sprachverstehensmodul drin, sodass sie dann einfache Fragen über das Produkt beantworten können. Das ist also sehr interessant und ist ja eigentlich ein uralter Menschheitstraum, die sogenannte Anthropomorphisierung von Objekten. Heute noch in den asiatischen Religionen, zum Beispiel in Japan mit dem Shintoismus, weit verbreitet. Und viele der Urreligionen, um auf das Thema zu kommen, waren ja animistisch, dass sie also Objekte sozusagen auch ansprechen als lebendig. Und natürlich ist es hier als Ingenieur sozusagen nur eine virtuelle Lösung, aber es spricht die Menschen doch sehr stark an. Und sie kennen es aus dem Alltagsleben, dass sie auch mal auf ihren Computer schimpfen, sozusagen, Mensch, heute ist er wieder nicht in Form, läuft nicht richtig oder der Wagen, heute stottert er aber etwas. Diese Metaphern hat man ja schon im Alltagsgebrauch, nur hier haben wir das jetzt so technisch umgesetzt, dass man nur wirklich auch echt in deutscher Sprache mit diesen Objekten sprechen kann. Und es geht noch ein bisschen weiter, wir können diese Objekte auch zielgruppenspezifisch sprechen lassen. Wir können nämlich das biologische Altern der Stimme zum Beispiel automatisch mit künstlicher Intelligenz festlegen. Wir haben ein System entwickelt, was die Versteifung des Stimmlippengewebes und dessen Impact auf die Stimme, sogenannte Chitter und Schimmer, analysiert. Und wir können dann wieder im Auto oder im Shop The research on this pressing issue was conducted. Research on this pressing issue. Das waren zwei extreme Beispiele. Ich glaube, jeder von Ihnen hat erkannt, das eine war eine ältere Stimme, auch wenn Sie das Bild nicht gesehen haben. Derselbe Satz von einem älteren Amerikaner gesprochen, einmal ein jüngerer Amerikaner. Und als Mensch ist man unheimlich gut drin, zu unterscheiden, spricht hier ein Mann über Telefon, spricht eine Frau, spricht ein älterer, spricht ein Kind. Ja, woran kommt das? Das sind gewisse akustische Merkmale, die
wirklich biometrisch nachweisbar sind, die also der Computer rausfiltern kann aus diesen Stimmen. Wir haben den Computer trainiert. Solche Computer können ja, KI-Computer haben maschinelles Lernen. Er lernt und stellt sich darauf ein. Und was ist die Nutzanwendung? Naja, bei älteren Menschen wird zum Beispiel die Schrift vergrößert. Ne? Wenn ein älterer Mensch ins Handy spricht, dann kommt es eben in größerer Schrift vielleicht raus. Die Systeme sprechen etwas deutlicher, auch langsamer. Beim Navigationssystem wird nochmal ein Schritt wiederholt. Bei jungen Menschen wird auch ein bisschen Jargon benutzt. Das System, was mit dem Jungen spricht, sagt vielleicht, begrüßt anders, als das bei dem älteren Menschen der Fall ist und so weiter. Also wie man das eigentlich kennt, Anpassung. Und das hat auch wirklich sozusagen biologische Ursachen. Wir wissen heute, dass im Alter die Männerstimme zum Beispiel ständig hochgeht. Ja? Also die Stimme, ich habe das hier mal in Frequenzscan aufgezeichnet, das analysiert der Computer, hört sich das an. Und der Mann, wenn er älter wird, wird die Stimme immer höher. Er hat ja nachher wieder eine Knabenstimme, wenn er ganz alt wird, über 80. Bei Frauen ist das anders. Da sackt die Stimme zwar auch in der Grundfrequenz etwas ab, Sie wissen das. Wenn die Frauen aber ihre Hormonumstellung hatten, dann ist das bei Frauen so, dass ab 50 die Stimme eigentlich gleich bleibt. Die geht also nicht höher, sinkt nicht, sondern ist sehr konstant. Das ist bei Männern eben, die Männer fangen ja an zu piepsen. Ich zeige Ihnen, wie wir das hier umgesetzt haben, wirklich für eine praktische Anwendung mit der Telekom. Können Sie nächstes Jahr auch mal praktisch ausprobieren. Das ist jetzt ein Sprachcomputer mit künstlicher Intelligenz, der jetzt schon das Alter und Geschlecht analysiert. Guten Tag, herzlich willkommen beim Kinoguide. Das ist eine künstliche Stimme, so ein Auskunftssystem. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne Terminator 3 gucken. Okay. Ich gebe dich mal zur Lisa weiter. Bei der bist du an der richtigen Adresse, wenn es ums Reservieren geht. Ich habe schon erkannt, das ist ein Kind, deshalb sagt auch du. Terminator 3 ist aber nur was für Erwachsene. Mal schauen, ich finde sicherlich einen anderen Film für dich. Was gibt's denn heute Abend im Kino? Frühstück bei Tiffany wird um 19 Uhr gezeigt. Die Feuerzangenbowle um 19.15 Uhr. Welchen der Filme möchten Sie gerne sehen? Dann bitte 2 Karten für die Feuerzangenbowle. Ach ja. Wie wär's mit Pippi Langstrumpf? Der Computer reagiert praktisch auf Alter und Geschlecht. Oh ja. Und so weiter. Also Sie sehen, Anpassung durch künstliche Intelligenz ist schon möglich. Und will zum Schluss des Vortrags noch ein bisschen ins Extreme dieser Umgebungsintelligenz gehen. Wir haben mit japanischen Studenten, habe ich über 3 Jahre zusammengearbeitet, in einem sogenannten Cyber Assist, also kybernetische Assistenzkonsortium in Tokio. Und dort sind die Studenten in Japan noch etwas radikaler. In Deutschland würde man das nicht unbedingt machen wollen. Sie kennen alle das Piercing. Ich bin kein besonderer Freund davon. Aber hier hat man die Zunge gepierst mit so einem Chip, also mit einem RFID-Chip. Und der wird von künstlicher Intelligenz ausgenutzt, zum Beispiel zum elektronischen Zahlen. Das heißt, Sie sehen nachher den Studenten, wenn er die Zunge rausstreckt, wird automatisch bezahlt, er kann damit bestellen, Sie werden das gleich sehen. Das haben wir real mal umgesetzt. Hier sieht man den Chip in der Zunge. Er steht vor einem Automaten, da kommt jetzt keine Cola raus, sondern japanischer grüner Tee. Jetzt geht er etwas shoppen. Er hat schon so ein T-Shirt mit einem Kunststoff. Ja, jetzt hat er wieder in die U-Bahn, Sie kennen das, in Japan muss man normalerweise Ticket einschieben, er streckt nur die Zunge raus, schon öffnet sich die U-Bahn, wird abgebucht von seiner Kreditkarte. Das funktioniert auch schon, ist also heute eigentlich umsetzbar. Frage ist, will man das? Wir gehen weiter, er kauft sich jetzt mal eine CD. Akihabara, das ist in Tokio die Elektronikstadt. Jetzt guckt er sich dort CD an, das sieht noch ganz normal aus. Aber jetzt ist ganz interessant, dass wir wieder diese Technik der Erkennung nutzen. Er zeigt hier diese CD, will er kaufen, streckt die Zunge raus, hat schon bezahlt. Und jetzt wird das in sein T-Shirt reingeladen, auch das geht. Elektronische Kleidung, der hat also jetzt einen MP3-Player in dem T-Shirt drin und kann jetzt gleich die Musik, die er dort käuflich erworben hat, kaufen. Jetzt geht es weiter, künstliche Intelligenz. Wir können feststellen,
Wer ist in der Nähe von unseren Freunden? Das System hat ein Ortungssystem für alle Personen. Er guckt hier durch die Brille und guckt mal, wer ist in der Nähe und sieht hier in seiner Brille, seine Freundin ist da unterwegs. Also er fragt hier, habe ich irgendwelche Freunde hier in der Nähe? Und dann sieht er in der Brille, wo das ist. Auch das kein Science Fiction, das können wir heute so realisieren. Es gibt sogar neuerdings ein Angebot der Telekom, gerade dieses Buddy Finding schon zu implementieren, dann nur in Großstädten, also Hamburg muss eigentlich funktionieren. Dann gucken Sie, ja, und er sieht hier, oh, um Gottes Willen, die Freundin ist mit jemand anders unterwegs. Also ist so eine bisschen ärgerliche Situation für den jungen Studenten, dass er da sieht, die geht eigentlich gerade mit dem anderen da einkaufen. Ja, wie geht das weiter? Wir sind heute in der Post-PC-Ära. Das heißt eigentlich, hatte ich vorhin schon gesagt, wir sind nicht mehr auf einen einzelnen persönlichen Computer. Früher gab es für viele Menschen einen Computer, dann hatte jeder einen. Heute sind wir umringt von Computern und wie gesagt, in Kürze werden wir so viele Computer überall instrumentierte Umgebungen als Schlagwort haben, dass wir das gar nicht mehr so feststellen können, dass das der Fall ist. Und die Computer sind am Körper anziehbar und ich sagte vorhin schon, sie sind auch im Grunde genommen implantierbar. Es gibt in der Medizin Anwendungen, zum Beispiel das Cochlea-Implantat. Das ist, um Leute, die einen Geburtsfehler eigentlich im Gehörsystem haben, einen kleinen Sprachcomputer einzupflanzen und sie können dann wirklich von dem Dasein als Taubstummen wieder sozusagen geheilt werden durch Elektronik. Diese Elektronik ist dann auch wirklich mit den Nervenbahnen verknüpft. Das nennt man Biohybrid-Computing, weil man sozusagen digitale Computer auch mit den menschlichen Nervenbahnen verknüpft. Hier kommt man natürlich sehr schnell an ethische Grenzen. Das wird sicherlich nachher in der Diskussion aufgegriffen. Ich bin auch an der Ansicht, dass man da sehr aufpassen muss. Wir wollen natürlich nicht beliebig sozusagen Elektronik in den Menschen einimplantieren. Da muss es sicherlich Grenzen geben. Solche Chips sind allerdings nichts Besonderes. Meine Tochter berichtet mir kürzlich, ja Papa, ich habe auch schon so einen RFID-Chip in Spanien mit Spritze in die Hand implantiert bekommen. Das ist in Deutschland noch untersagt, aber in Spanien wird das schon gemacht, um sozusagen nochmal in die Disco hineinzukommen. Kriegen die so einen Chip eingespritzt unter die Haut und da können sie die ganze Woche dann zur Flat Fee sozusagen in die Disco gehen und das System, wie beim Skipass heute schon üblich, weiß genau, wann und wie lange sie dort waren. Also das geht im Grunde genommen technisch, aber wie gesagt, man muss ja aufpassen, dass wir da nicht auf eine schiefe Bahn kommen. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen, bevor wir in die Diskussion gehen. Wir können heute feststellen, die Informatisierung, nachdem wir in den letzten 100 Jahren, kann man fast sagen, eine Mathematisierung der Einzelwissenschaften haben, haben wir heute eine Informatisierung und eine Digitalisierung des Alltags. Das schreitet extrem schnell voran, auch durch die neuen Mobilfunktechniken, die ja überall mit sehr hoher Bandbreite ausstrahlen, wo wir alle in Verbindung stehen, ständig an der sozusagen Leine des Internets gehalten werden können. Mit der RFID-Identifikationstechnologie wird Information zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufbar, intelligent verarbeitbar. Computer werden eben unsichtbar mit Intelligenz in Alltagsgegenstände eingebaut, erhalten Sensoren, wie ich gezeigt habe, die die Umgebung auch ständig beobachten. Solche instrumentierten Gegenstände und Umgebungen werden dann zu Sensornetzen, das haben wir gesehen, dass die sich untereinander vernetzen. Auch da habe ich das einfache Beispiel, Autos tauschen untereinander Informationen aus. Das können Sie natürlich auch machen. Der berühmte Kühlschrank, der feststellt, der Joghurt geht zu Ende und meldet dann, Achtung, hier muss Nachschub vom Kirschjoghurt gekauft werden. Sie können also drahtlos untereinander Informationen austauschen. Während die Informatik nun immer weiter fortschreitet mit der künstlichen Intelligenz, ergeben sich natürlich zahlreiche Zukunftsfragen für die Gesellschaft, das Leben in solchen sogenannten vernetzten Welten. Wie lebt man eigentlich in einer total informatisierten Welt, wo alle Gegenstände und man selbst vernetzt ist? Welche Form, insbesondere von Daten- und Privatsphärenschutz, müssen wir dort diskutieren und wie kann der eigentlich noch gewährleistet werden? Ist das nicht sehr nah an der Vision des Big Brothers?
muss man in einer demokratischen Gesellschaft dort noch ganz besondere Schutzmechanismen dann einführen? Alles das sind sehr spannende Fragen. Lassen Sie mich zum Schluss nochmal zurückkommen auf das, was von Kurzweil ganz am Anfang in dem sehr schönen übrigens Einführungsvideo gezeigt wurde. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir in der Nähe irgendeiner postbiologischen Intelligenz sind, schon gar nicht, dass Computer irgendwo die Macht übernehmen. Das ist wirklich Science Fiction und von einigen amerikanischen, auch durchaus Wissenschaftlern, völlig übertrieben dargestellt. Ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit künstlicher Intelligenz. Man kann sagen, umso mehr man das tut, umso mehr Respekt bekommt man eigentlich vor der menschlichen Intelligenz. Wir sind meilenweit davon entfernt, wirklich einen Homunculus zu bauen. Wie vorhin gesagt, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen ja menschliche Assistenzsysteme. Wir wollen den Menschen komplementär ergänzen. Wir bauen in Bremen Unterwasserroboter, weil der Mensch eben unter diesen Umständen nicht vernünftig arbeiten kann. Wir bauen Weltraumroboter. Wir bauen Service-Roboter zum Putzen, weil man das nicht ganz so gerne macht. Aber wir wollen eigentlich keine Roboter, die zum Beispiel unsere Eltern, wenn sie älter werden, betreuen, sozial und psychologisch betreuen. Das machen wir, glaube ich, lieber als Menschen selber. Da bin ich selbst auch sehr kritisch diesen Entwicklungen, wie sie zum Teil in Japan und USA verfolgt werden. Sondern ich glaube, wir wollen wirklich diese KI zum Nutzen der Menschheit einsetzen und insbesondere auch um das, was oft als Digital Divide bezeichnet wird, nämlich dass nur ganz wenige Zugriff auf diese enormen Möglichkeiten der Informationstechnik haben, dass wir diese Barrieren durchbrechen, indem wir den Computer ein Stück weit eben dem Menschen annähern und ihn in die Lage versetzen, den Menschen zu verstehen. Selbst seine Emotionen zu verstehen, nicht selbst Emotionen zu haben. Wir wollen eigentlich keine Computer bauen, die Emotionen zeigen, aber sie sollen die Emotionen des Menschen verstehen. Und ich selbst habe auch in dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten war ein Anteil, wo wir zum ersten Mal weltweit auch durch Computer aus der Stimme erkennen konnten, dass ein Mensch zum Beispiel sehr aufgeregt ist, dass er verärgert ist oder dass er sich freut. Und damit kann man natürlich sehr viel machen, denn diese Information kann der Computer wieder nutzen, um sozusagen noch besseren Service zu entwickeln. Aber der Computer, die künstliche Intelligenz, soll eigentlich unser Rechenknecht, unser Hilfe, unser Privatchauffeur, unser Butler bleiben. Und ich bin sicher, das wird auch so bleiben, denn der Mensch ist eigentlich dadurch in der Lage, dass er einfach diese Computer gar nicht so anerkennt, sozial als Gegenüber, sozusagen den Computer gar nicht dazu zu bringen, sich so weit entwickeln zu können, dass er jemals dem Menschen gefährlich wird. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt sehr gespannt auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Walster, für diesen Panoramablick auf dieses weite Feld KI, Zukunft, Informationswelt der nächsten Jahre. Wie gesagt, wie ich es im Eingangsstatement auch antizipiert habe, mit einem, wie ich finde, bemerkenswerten, nüchternen, pragmatischen Akzent, der sozusagen diese Stilblüten, die uns aus den, Sie haben eben Kurzweil genannt, aus Amerika affektiv rübergerufen werden, runterdimmt auf ein nüchternes, kritisch waches, aber eben pragmatisch orientiertes und zwar umgangsorientiertes Verhältnis zu diesem Komplex. Jetzt möchte ich weiß nicht, die Mikrofone werden wieder in den Saal gereicht, einfach um Fragen, Einwürfe, Interventionen bitten, um den Vortrag zu kommentieren. Hier gibt es eine Frage ganz hinten in der Mitte. Ein Herr. Ich hätte gerne mal Ihre Einstellung zu dem Thema Wissen, Intelligenz und Kreativität gehört, weil ich das zum Beispiel, was ein Erfinder macht, das ist für mich eigentlich mehr die Intelligenz, oder weil die Kreativität ist da gar nicht so zur Sprache gekommen. Ja, sehr gute Frage. Das wird auch immer wieder gesagt, ja, wie ist es mit der Kreativität? Da habe ich allerdings auch einen sehr nüchternen Eindruck. Ich glaube, Kreativität ist ja ein Wort, was oft mit so einer gewissen Mystik des Erfinders verbunden wird. Nicht? Dass man sagt, die Kreative, es kommt jetzt der kreative Prozess
und gerade die sogenannten Kreativen in der Werbebranche und so weiter, ja, ergeben sich so den Anschein. Wenn man aber wirklich wissenschaftliche Kreativität, und das wurde ja auch gemacht, mal intensiver untersucht, dann ist eigentlich Kreativität nichts anderes als wirklich das ganz gezielte Anwenden von Wissen in extrem großen Suchräumen. Das heißt, Sie haben einen ganz extrem großen Lösungsweg. Sie müssen sozusagen die Nadel im Heuhaufen oder sind in einem Labyrinth im Urwald, wo sehr viele Gefahren lauern, und Sie müssen jetzt den Schatz trotzdem finden. Und wie machen Sie das? Das ist nämlich die Kreativität, besteht darin, im richtigen Augenblick das richtige Wissen anzuwenden. Mehr ist es eigentlich nicht. Zumindest haben das diejenigen, die Kognitionsforschung über Kreativität. Alles andere, das sozusagen so ins Mystische abzustellen, ist eigentlich falsch. Wenn Sie kreative Leute kennen, die wirklich Leistung bringen, dann geht das eben nicht ohne Wissen. Ja? In der Wissenschaft evident. Sie können nichts in Physik oder Informatik sozusagen kreativ entwickeln, wenn Sie nicht eine ganze Menge erstmal Faktenwissen haben, Erfahrung im Umgang bei der Problemlösung und diese Methodik beherrschen. Also und jetzt zur Frage, können das Rechner? Das war ja der Kern. Dann kann man sagen, ja, das können sie. Nicht so gut wie der Mensch. Aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Man hat in den 80er Jahren schon ein Programm im Bereich automatische Mathematik erzeugt. Das hieß AM. Was in der Lage war, nicht nur mathematische Sätze zu beweisen, da würde man sagen, gut, das ist eine gewisse Technik, zum Teil sogar schneller und besser als menschliche Mathematiker machen. Sie wissen, dass einige lange offene mathematische Probleme ja per Computer gelöst wurden. Hat kein Mathematikprofessor hingekriegt, ein Computer konnte es. Es geht nicht in allen Fällen, aber es gibt solche Beispiele. Nun noch weiter, kreativ heißt es, dass man in der Mathematik ja eigene neue Begriffsbildungen, zum Beispiel ein Begriff, ja, Primzahlen, das muss man ja also erstmal sich überlegen, das ist ein interessantes Konzept. Und dieses Programm hat tatsächlich Begriffe, mathematische Begriffe selbst kreativ geprägt, um Forschung zu betreiben. Und da waren die Mathematiker erstmal verblüfft und man hat später festgestellt, dass das, was der Computer sich neu kreativ ausgedacht hatte, dass man das im Mittelalter schon mal ein Mathematiker sich auch überlegt hatte, aber man ist dann nicht weitergekommen in der Sache. Das heißt also durchaus, solche Elemente, also wirklich Neues zu denken, ist möglich. Viele Laien in der Informatik sagen ja, Moment, ein Computer kann doch nur das, was ich eingefüttert habe. Das ist natürlich nicht richtig, sondern es ist ein Grundprinzip in der Informatik, dass Sie Programme schreiben können, die sich selbst modifizieren, die selbst dazu lernen, durch Beobachtung, durch Experiment. Das heißt, genau wie ein Forscher ja Experimente macht und daraus lernt, so kann ein Computer das. Also ein Roboter, der selber experimentiert und daraus lernt und neue Erkenntnisse, ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Das wird oft, man lernt so, ja, das ist so Alltagserfahrung, sagen viele, ja, Computer sind Datenbanken, sind Datenfriedhöfe, die ziehen da irgendwie was raus, machen nur das, wie sie programmiert sind. Das stimmt aber schon lange nicht mehr und ist rein theoretisch nicht korrekt. Sie können eigentlich jeden, das ist ja die sogenannte Churchill-Hypothese, jetzt geht es über die Mathematik, wo man sagen kann, alles das, was Sie formal als Berechnungsvorschrift aufschreiben können, also das, was man wissenschaftlich erklären kann an Gedankengängen, das können wir auch auf Computern. Da gibt es keine Grenze. Es gibt also in dem Sinne kein Naturgesetz und kein mathematisches Theorem, mit dem ich widerlegen könnte. Künstliche Intelligenz ist in der gesamten Breite, so wie der Mensch sie darstellt, nicht möglich. Ja? Aber wir wissen, dass es natürlich praktische Beschränkungen gibt. Zum Beispiel sagte ich, das ist ein philosophisches Argument, dass man sagt, das Kaspar-Hauser-Argument des Computers, wenn ich nämlich ein Artefakt, und das ist ja nun ein Computer, nicht als meinesgleichen sozusagen anerkenne, den Computer in die Ecke stelle, ja, und ihm nicht zum Beispiel ständig trainiere, ihm Geschichten erzähle, ihm am normalen Leben teilnehmen lasse, ja, dann verkümmert er wie Kaspar Hauser, er kann keine Intelligenz entwickeln. Und ein grundlegendes philosophisches Argument ist eigentlich, weil der Mensch das ja so macht, er will ja keine
sozusagen außerbiologischen Wesen, wird es sicherlich auch gar nicht dazu kommen, dass er die da sozusagen so trainiert. Ja? Warum soll er sich ständig wie ein mit seinem Baby, soll er sich mit seinem Computer so intensiv beschäftigen? Das wird er nicht machen, weil schon die Grundhaltung da ist. Er will das ja als Werkzeug benutzen. Also es ist ein Argument, was Pollution in den USA gemacht hat, was ich eigentlich für sehr gut halte, denn es zeigt eigentlich, dass es sozusagen ethische, moralische, philosophische Grenzen gibt, aber eigentlich keine naturwissenschaftlichen Grenzen der künstlichen Intelligenz. Und das hat sich gezeigt. Es gibt da natürlich ökonomische und praktische Zwänge, dass gar kein Bedarf da ist. Ich sage es mal ganz profan, warum sollten wir eigentlich Kopien von Menschen herstellen, wo das Problem darin besteht, wir haben ja heute eine Überbevölkerung und jetzt ganz normale Menschen, so wie wir hier alle sitzen, warum sollen wir da Computer machen, die genau das Gleiche machen? Da haben wir genug. Sondern wir wollen ja eigentlich Computer schaffen, die komplementär, die eben Dinge machen können, wo der Mensch eben erhebliche Schwierigkeiten hat. Beim Supergau eines Atomkraftwerkes nach Tschernobyl wollen wir eben dann die Roboter hinschicken, die sollen dort mal aufräumen, ja, wollen wir keine Menschen hinschicken. Das ist vernünftig. Deshalb muss der Roboter auch etwas anders sein als der Mensch. Hier war noch eine Frage, ich bin ja selber fast versucht zu sagen, wie ist es dann, glauben Sie daran, dass jemals eine Beethoven-Symphonie oder eine Mozart-Symphonie aus dem Computer kommen könnte in der Zukunft zum Thema Kreativität? Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Bestimmt. Also Kunst und Computer ist natürlich ein weites Feld, aber ich glaube, das ist an sich machbar. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Entschuldigung, Sie hatten noch eine Frage. Darf ich ins Mikrofon rein? Das ist jetzt direkt etwas banal nach diesen Ausführungen, aber trotzdem mal eine technische Frage. Ja. Es wird heute in Netzwerken unglaublich viel Aufwand getrieben, sie sicher zu machen, mit nicht unbeträchtlichen finanziellen und technischen Aufwand. Bei der Vielzahl zusätzlicher Embedded Computer, die Sie skizziert haben, müsste potenziell das Risiko extrem ansteigen, dass dort in irgendeiner Form Missbrauch möglicherweise betrieben wird. Wie sehen Sie das? Auf jeden Fall. Also da wendet man die künstliche Intelligenz jetzt selber wieder an, um sogenannte Self-Defending-Netzwerke, also praktisch Selbstverteidigung der Computernetzwerke des Funkverkehrs durchzuführen. Wir haben selbst ein ganz großes Projekt hier mit Israel, Deutscher Telekom und unserem DFKI an verschiedenen Standorten, Multimillionen Dollar, wo wir schon so weit sind, dass wir automatisch Attacken sozusagen intelligent erkennen können. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Das System macht sogenannte Planerkennung, das heißt, es versucht, angreifende Systeme, sogenannte Bots, ich glaube, Sie kennen schon ein bisschen aus in diesem Bereich, Botnetze, dadurch abzuwehren, dass es sagt, ja, ist das jetzt eigentlich menschliches Verhalten, wenn jemand ständig auf sagen wir mal, Postbankcomputer reingeht und sich da einloggt und gewisse Aktionen macht, klickt, dann sagt man, das ist aber kein Mensch, das ist ein Computer, der verhält sich ja genauso, wie wir Computerschach erkennen können. Ein guter Schachspieler erkennt ja, ob er gegen Menschen spielt oder gegen Schach. Und es wurde im Schach zum Beispiel der sogenannte Anti-Computer-Schach entwickelt, dass man absichtlich so spielt, dass man dem Computer eine Falle stellt. Und genauso kann ich sozusagen das Anti-Verhalten in Netzen generieren. Und wir sind heute in der Lage, wirklich große Angriffe, wir haben es gerade kürzlich gezeigt, wirklich sehr subtile Angriffe auf Netze automatisch abzuwehren, wieder durch Mustererkennung und durch künstliche Intelligenz. Das heißt, hier kämpfen sozusagen die menschliche Intelligenz der Hacker und der Kriminellen gegen eine Computerintelligenz, die aber auch sehr geballt auftritt. Das kann ein Mensch, ein einzelner Mensch bei der Telekom, der im Network Control Center, der ist sozusagen nicht mehr in der Lage, solche großen sogenannte Denial of Service Attacks zum Beispiel abzuwehren. Und Sie haben recht, dieses Forschungsgebiet wird immer wichtiger bei diesen Embedded-Systemen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben solche Systeme jetzt im Test. Es gibt demnächst 200 Autos, die das schon in einem Testfeld hier in Deutschland ausprobieren. Und da sind die ersten Hacker schon aufgetreten. Heute werfen manche Personen Steine aus irgendwelchem Grund auf die Autobahn runter von der Brücke. Jetzt stehen sie praktisch mit Laptop auf der Brücke und versuchen, ihr Auto sozusagen umzulenken. Durch Beeinflussung, sozusagen Cyberterrorismus, sagt man ja fast, oder Cyberkriminalität. Das gibt es natürlich immer und dagegen muss man angehen. Das ist praktisch dasselbe, was man in, sagen wir, die Steinewerfer muss man verhindern, aber die Hacker genauso. Und da gibt es aber, ist eine große Herausforderung, gebe ich Ihnen recht, aber daran arbeiten wir. Ich habe nur eine ganz kleine Bitte. Könnten Sie nicht jeden Computer
Kant lehren lassen, ja, dass man den kategorischen rübersetzt, weil Sie ja vorhin auch schon von Verteidigungsministerium sprachen und so. Ja. Kann man das nicht auch schon gleich einbauen, dass es immer nur gute Computer gibt? Ja, sehr gute Frage. Das klingt im ersten Moment lustig und das finde ich wirklich, und das ist ein Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, die Herr Kraupe vorhin so kurz angerissen hatte, und zwar künstlerische Kreativität und künstliche Intelligenz. Also künstlerische Kreativität hat ja sehr viel zu tun mit unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, ja, mit Geschichte, die man hat, mit Herkunft, auch mit Sehnsucht, mit innerem Drang, mit innerer Passion, sage ich mal. Halten Sie es prinzipiell für möglich, dass künstliche Intelligenz so etwas aus sich selbst heraus entwickelt? Und daran anschließend ja die Frage, halten Sie es prinzipiell für möglich, nicht ob es wünschenswert ist, das ist eine andere Frage, aber prinzipiell für möglich, dass eben tatsächlich künstliche Intelligenz sich einen Komplexitätsgrad erreicht, dass es sich im Grunde selber in gewisser Weise auch fortpflanzt, dass es also ein eigenes Bewusstsein entwickelt, einen eigenen Drang entwickelt, eben weiterhin zu bestehen und sich in irgendeiner Weise eben zu vervielfältigen, fortzupflanzen und so weiter. Oder sehen Sie da eine prinzipielle Grenze, eine prinzipielle Scheidung zwischen biologischer Existenz und technischer Existenz? Also das sich vervielfältigen, das ist ja der Informatik, das wissen die meisten, eben wurde von Attacken gesprochen, Sie kennen alle den berühmten Virus, Wurm und so weiter, ist eine sehr einfache Übung. Man kann sehr schnell Systeme schreiben, die sich reproduzieren, ja, reine Software. Es gibt aber auch in der Hardware, wir haben selbst Computer gebaut, die eine Art Selbsterhaltungstrieb ist dort eingebaut. Gerade kürzlich hatten wir einen Test, da ging es darum, man sollte einen bioinspirierten Roboter, der sieht Skorpion-Roboter nennt man, die sehen auch aus wie so Skorpione, und die sollen dann in Desert Valley sollten die praktisch eine ganze Strecke laufen, und dann hat man dort war ein kleiner Sturm. Und dann hat wirklich der Roboter hat sich überlegt, ich soll das Ziel erreichen. Jetzt ist aber sehr starker Gegenwind. Ja? Wie ein Skorpion hat er sich dann eingegraben, hat gewartet, weil er eben Selbsterhaltungstrieb, er weiß, er kann jetzt seine Batterien nicht laden, hat nur begrenzte Batteriedauer, er will aber das Ziel erreichen, hat also gewartet wie ein normaler Skorpion, und als er merkte, durch seine Sensoren weniger Wind, ist er wieder weiter marschiert. Also solche Dinge. Und selbst der AIBO-Robot, den ich hier vorhin zeigte, mit dem Fußballspielroboter, habe ich selbst dran gearbeitet, mit Sony zusammen, den kann man ja im Spielwarengeschäft kaufen. Leider ist er im Moment ausgelaufen, aber 15.000 wurden in Deutschland verkauft. Dieser Roboter, der hat auch selber wie ein Hund seine Nahrung. Ging der nach einer gewissen Zeit, wenn er merkte, die Batterien gehen alle, war er so clever zu wissen, wie weit bin ich jetzt davon weg. Der ist also nicht irgendwo hängen geblieben, sondern der hat schon immer geguckt, wird kritisch, dann ist er schon in die Nähe zur sogenannten Dogging Station, wo er sich selbst auf diese Ladestation setzt er sich hin, lädt sich wieder, läuft weiter. Also man könnte sagen, ein ganz primitiver Selbsterhaltungstrieb ist da. Jetzt aber zur Kunst. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Ich glaube, Kunst allgemein ist ja schon so definiert, dass eine extreme Erfahrung, ein Bewusstsein sich aufgebaut hat und sie auch dieses weiter mitteilen wollen. Man will im Grunde genommen, ist ja Kunst auch immer etwas Expressives, man will es kommunizieren.
Und ich würde sagen, natürlich können künstliche Intelligenzsysteme das machen, nur was rauskommt, ist uninteressante Kunst, weil was haben diese Systeme mitzuteilen? Nichts besonders Interessantes, was über das, was die Alltagskommunikation betrifft, raus. Also dieser künstliche Anspruch, wirklich eine ganz besondere Qualität der Aussage zu erreichen, ja, eine gewisse Erfahrung weiterzugeben, das funktioniert nicht. Man hat allerdings, das ist auch ganz interessant, eine Entwicklung in den USA gemacht, was auch technisch ohne weiteres möglich ist. Das sind die sogenannten Never, ich kann es auf Deutsch, wie könnte man sagen, niemals auszuschaltende Computer-Individuen. Das heißt, was man mal gemacht hat an der Stanford University, dass man ein paar Roboter mal 2-3 Jahre Tag und Nacht hat laufen lassen, und da die ja immer rumgehen, vieles erleben, die speichern das ja auch, hat man gesagt, jetzt prägt sich schon, vorhin wurde von dem Begriff Konnotation, der Mensch hat ja eine Bedeutung, wenn sie zum Beispiel, dem Computer kann ich beibringen, was ist ein Stuhl? Was können heute Computer erkennen? Sie können darüber sprechen, dann kann er es definieren, sagen, ist das ein Stuhl, ist das keiner. Aber was ein Mensch ja hat, dass er sich erinnert, wenn er Stuhl hört, an den tollen Stuhl, wo er zum ersten Mal als Kind bei seiner Großmutter draufgesetzt hat, hat er einen Computer nicht. Er hat ja diese Erfahrung nicht. Da nennt man ja Konnotation, also sozusagen das gefühlsmäßige Mitschwingen bei den Begriffen. Der Computer arbeitet mehr in der logischen Welt, wie es ein Stuhl definiert und kann ihn erkennen. Und jetzt sagt man, ja, wenn so ein Computer jetzt mal länger lebt, in Anführungszeichen, so 2 Jahre durch, hat er natürlich auch schon, die sind zwar anders, er hat ja keine Großmutter, da sagt er, dieser dämliche Stuhl, bin ich schon 3 Mal dran hängen geblieben, das merkt er sich ja auch. Also er baut dann so eine primitive Erfahrung auf und jetzt den Gedanken mit der Kunst weiter, man könnte natürlich sagen, jetzt baut man daraus ein Programm, dass er das auch mal sozusagen visualisiert und sozusagen seine Umgebung malt und da die guten und schlechten Gegenstände in einem expressionistischen Stil vielleicht da rausarbeitet. Also prinzipiell denkbar. Ich muss sagen, ich bin nicht so sehr dafür, die Kunst so zu mystifizieren. Ich glaube letztendlich, wie ich das bei der Kreativität schon gemacht habe, eigentlich sind das ganz normale kognitive Prozesse, zwar extrem komplex, ja, aber ich glaube, man kann diese Prozesse, gerade die Kreativität, sehr gut informationsmäßig erklären. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass man sie simulieren können muss. Das macht keinen Sinn. Auch Künstler gibt es meiner Ansicht nach genug, zum Teil schlechte, zum Teil sehr gute. Warum sollen wir da Computerkünstler haben? Also ich sehe keinen Sinn, die zu entwickeln. Ja, ich denke, damit haben wir ein nachdenkliches, eindeutiges Schlusswort gehört. Herr Walster, ich bedanke mich für Ihren Vortrag, auch für die Diskussion. Die verschiedenen Anschlüsse, die hier aus dem Plenum zurückkamen, zeigen, wie weit und wie offen gleichzeitig dieses Feld ist. Damit bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir werden im Januar den Blick von der Zukunft in die Vergangenheit wenden. Dann wird der Komplex Paläoanthropologie auf dem Programm stehen. Professor Schrenk aus Frankfurt wird dann nach dem fossilen Gedächtnis der Menschwerdung hier referieren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielleicht im Januar, Februar wieder hier im Planetarium in unserer Vortragsreihe. Noch einmal herzlichen Dank an Professor Walster. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch noch eine schöne Weihnachtszeit.